Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Heute geht es um das Thema Rückenmuskulatur aufbauen. In dem heutigen Video wollen wir dir gezielte Übungen zeigen, mit denen du deine Rückenmuskulatur aufbauen kannst und deine Körperhaltung verbessern kannst. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum brauche ich das, warum muss ich meine Körperhaltung verbessern und warum muss ich überhaupt meine Rückenmuskulatur stärken? Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Denn in der heutigen Zeit ist es so, dass wir hauptsächlich sitzen und uns gar nicht mehr so viel bewegen. Folge davon sind dann Verspannungen und Rückenschmerzen und ich glaube, die möchte niemand haben. Ich gebe dir ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Vielleicht arbeitest du sogar im Büro und sitzt dort den ganzen Arbeitsalltag. Da kommen dann schon 8 oder auch mehr Stunden zusammen, in denen du sitzt. Hier würde ich dir empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, an einem höhenverstellbaren Schreibtisch zu arbeiten, so kannst du nämlich deine Sitzposition auch mal in den Stand variieren und tust so während deiner Arbeit schon was Gutes für dich und für deinen Rücken. Der Ruf deines Rückens nach mehr Bewegung, mehr Abwechslung und vor allem angemessener Belastung steckt oft hinter diesen Verspannungen und Rückenschmerzen. Hier würde ich dir also empfehlen, gleich dran zu bleiben und die Übungen, die wir gleich zeigen, mitzumachen. Als kleiner Hinweis, wenn du allerdings gerade an akuten Rückenschmerzen leidest, würde ich dir empfehlen, das vorher einmal mit deinem Arzt abzuklären und dann erst mit dem Rücken-Workout zu beginnen. Ist das nicht der Fall, bleib dran und ich wünsche dir viel Spaß mit unseren Übungen. Mit unserer ersten Übung trainieren wir den Latissimus und die hintere Schulter. Schnapp dir für die Übung ein Theraband, wenn du eins hast, und setz dich dann auf deine Matte. Die Beine streckst du aus, leicht angewinkelt. Die Fußspitzen zeigen nach vorne und du bringst jetzt das Theraband hier in der Mitte um deine Füße, umgreifst es jetzt und je nachdem, wie oft du jetzt mit den Händen das Theraband umwickelst, umso anstrengender wird die Übung auch. Achte jetzt bei der Übung, dass du einen geraden Rücken hast, dass der Nacken gerade bleibt, also dass du in dieser Form bleibst und nicht so nach vorne kommst, also immer schön hinten mit dem Kopf bleiben und auch die Schultern unten haben und nicht so hochziehen. Halte das dann wirklich während der ganzen Übung bei und wir fangen jetzt mal an. Du führst jetzt die Arme wirklich gerade bis zu den Hüften an deinen Beinen entlang und auch hinten so zwischen den Schulterblättern schön eng bleiben, so als ob du jetzt hier irgendwie hier eine Nuss oder sowas zwischen deinen Schulterblättern zerquetschen würdest. Tief ein- und ausatmen. Das ist eine schöne, kräftigende Übung. Mach sie zu Hause so bis zu 2 Minuten. Schön weiteratmen. Oder natürlich auch kürzer, da es schon sehr anstrengend sein kann. Und versuch wirklich die Position so beizubehalten. Man neigt nämlich gerne mal dazu, irgendwie dann die Schultern hochzuziehen oder den Kopf nach vorne zu bringen. Und wir lösen jetzt auf. Vorsichtig wieder das Theraband loslassen. Bisschen lockern hier hinten. Jetzt machen wir die Butterfly-Reverse-Übung im Stehen. Die kannst du natürlich, im Fitnessstudio macht man sie am Gerät. Du kannst sie zu Hause auch mit einem Theraband machen, indem du das Theraband irgendwo festbindest und die Übungen dann machst. Aber häufig hat man solche Sachen ja dann auch nicht gerade zur Hand. Deswegen machen wir die jetzt mit 2 Wasserflaschen, die du sicherlich auch irgendwo bei dir zu Hause hast. Kannst du auch mit Sand füllen, wie schon bei anderen Übungen von uns. Du stellst dich einfach jetzt schön hin und schaust jetzt aber, dass du in so einen versetzten Stand kommst, das eine Bein ein bisschen vor dem anderen und dann hebst du jetzt mal deine Hände hoch. Achte jetzt hier wirklich auf eine schöne Bauchspannung und jetzt bringst du mal deine Arme seitlich nach hinten und wieder nach vorne. Das ist im Prinzip die Übung. Achte aber auch hier wirklich auf den geraden Rücken, die Schultern bleiben unten. Was nämlich oft passiert ist das, oder dass man den Kopf dann, wenn man nach hinten geht, so nach vorne bringt. Also schau, dass der Kopf schön entspannt hinten bleibt, Schultern bleiben unten. Ja, dann mach die Übung einfach ein paar Mal. Schön ein- und ausatmen. Trainierst hier wirklich schön die Trapez-
Muskulatur. Und wenn du es dann ein paar Mal gemacht hast, lösen wir auf. Ein bisschen die Schultern wieder lockern. Die nächste Übung heißt Superman und mit dieser trainierst du den Rückenstrecker und eigentlich auch deine gesamte Rückenmuskulatur. Komm dafür in Bauchlage auf deine Matte und streck dich erstmal aus. Und wir fangen jetzt mal an. Also grundsätzlich bei der Übung, guck, dass du dein Gesäß gut anspannst, der Rücken gut angespannt ist. Und wir fangen jetzt mal mit der Diagonale an. Das heißt, wir heben jetzt die rechte Hand mal hoch und das linke Bein. Halten kurz und wechseln jetzt zur anderen Seite. Heißt linkes Bein, linker Arm, rechtes Bein. Und machen das jetzt ein paar Mal so im Wechsel. Strecke hier immer schön die Diagonalen. Gliedmaßen an, schön weiteratmen, du kannst auch die Übung schön mit der Atmung verbinden, zum Beispiel beim Einatmen kommst du hoch, beim Ausatmen dann wieder runter. Und es gibt auch in dieser Übung so ein paar Variationen, da können wir jetzt auch mal ein paar machen, also kommen wir erst noch mal kurz runter und jetzt heben wir beispielsweise mal nur die Beine an. Das trainiert jetzt vor allem auch die Muskulatur hier im Gesäß, im unteren Rückenbereich. Einfach auch wieder im Wechsel an- und abheben. Es ist übrigens auch wirklich gut, den unteren Rücken zu trainieren, weil die Rückenmuskulatur kann man ja grob unterteilen. Untere Rückenmuskulatur, obere Rückenmuskulatur. Und viele, vor allem Männer, die dann ein breites Kreuz haben wollen, trainieren viel den oberen Rücken. Aber auch der untere Rücken ist natürlich genauso wichtig in seiner Funktion. Deswegen sind so Übungen dafür auch sehr gut. Als nächstes strecken wir jetzt wieder die Arme nach vorne aus und kommen jetzt mal nur mit den Armen so hoch. Beziehungsweise mit deinem ganzen Oberkörper natürlich. Kopf ist wieder in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wenn du möchtest, können wir jetzt noch zur schwierigsten Übung kommen. Das heißt, du nimmst die Beine auch hoch, beides erstmal hoch und kannst dann wie so ein bisschen paddeln. Ja, das kann man meistens nicht lang machen. Einfach mal probieren und wir lösen jetzt wieder auf. Schau mal, wie weit du kommst. Komm wieder zurück in den Sitz. Und das ist jetzt wirklich eine schöne Übung, der du mal deine ganze Rückenmuskulatur stärken konntest. Die letzte Übung, die wir heute machen, sind Planks bzw. der Unterarmstütz. Und die trainiert natürlich jetzt nicht nur die Rückenmuskulatur, sondern vor allem auch die Bauchmuskulatur. Der Rücken wird aber natürlich trotzdem etwas mittrainiert. Es ist aber auch so, dass ein gutes, ganzheitliches Rückenworkout auch wirklich den Bauch mittrainieren sollte, weil der Bauch ist einfach wichtiger. Wenn der Bauch stabil, kräftig ist, dann ist das auch gut für die Rückenmuskulatur. Also für die folgende Übung komm jetzt einfach so in Bauchlage auf deine Matte und bring deine Arme hier senkrecht an den Schultern nach unten, schön nah ran am Körper. Hier kannst du schauen, wie du deine Hände am angenehmsten ablegst. Die Beine sind gerade nach unten. Wenn du die Beine jetzt nah zusammenbringst, ist es ein bisschen anstrengender. Und wenn sie weit auseinander sind, wird es ein bisschen einfacher. Was du jetzt machst, ist, dass du jetzt die Hüfte, den Po anhebst. Schau, dass du hier auch wirklich eine gute Spannung hast im Bauch, im Gesäß. Und schau, dass das hier gerade ist. Also Nina müsste jetzt noch hier ein bisschen nach unten kommen mit dem Gesäß. Noch ein bisschen mehr. Und der Kopf ist auch in Verlängerung der Wirbelsäule, also lass ihn nicht nach unten fallen oder nach hinten kippen. Und jetzt halte einfach die Position. Es ist anstrengend. Versuche es 30 Sekunden in etwa zu schaffen. Dann fängt irgendwann an zu zittern. Noch ein bisschen halten, ein bisschen durchhalten. Und dann lösen wir jetzt auf. Mal durchpusten und wieder nach oben kommen. Das war's jetzt mit unserem kurzen Rückenworkout. Schreib mir gerne, wie du mit den Übungen zurechtgekommen bist und auch, ob du mal noch irgendwie Interesse an einem anderen Rückenvideo hast, was spezialisiert vielleicht auf unteren, oberen Rücken ist. Schreib es mir einfach gerne mal unten rein. Wie immer findest du auf unserer Website auch weitere Informationen zum Thema Rücken, Schmerzen im Rücken, was man machen kann.
Wir würden uns freuen, wenn du unserem Video ein Like gibst und abonniere gerne auch unseren Kanal, damit wir dir weiter hilfreiche Tipps geben können. Und ich hoffe, dass wir dich dann im nächsten Video auch wieder begrüßen können. Bis dahin, ciao.